Hallo meine Zuckermäuschen. Ja, I'll be back. Zwar ein bisschen komisch, weil manchmal ist das Stimmband quasi nicht gespannt oder gewellt. Und es dürfte irgendwie noch ein Froschel drauf sitzen auf der linken Seite. Aber ich darf wieder sprechen. Ich soll nicht so viel sprechen, aber ja. Und bin heute wieder endlich in mein Basteltürmchen gegangen. Und habe das so gefunden, wie ich es eben zurückgelassen habe mit der lieben Post von meiner Anna, von meinem Kärntner Madl. Und bin schon wieder da gesessen und habe mich natürlich schon wieder mitgespült, ist ja eh klar. Ne? Naja, okay. Nein. Also so wie ich das Zimmerchen verlassen habe mit Wehmut und krankem, gebeugtem Haupte, bin ich jetzt wieder hineingegangen und meine ganzen Sachen strahlen mich an von jeder Seite und ja, selbst meine Sticker haben das Köpfchen hängen lassen, ja. Aber sie tun sich schon aufrichten jetzt wieder, währenddessen ich da sitze und quatsche. Und warum quatsche ich euch schon wieder mal nieder? Erstens einmal, weil ich wieder eine Stimme habe. Yeah. Und zweitens einmal, weil ich... Ja, ich glaube, ich muss immer spielen damit. Das ist so süß. So, liebe Anna, so, du kommst jetzt einmal auf die Seite, weil jetzt kommt das, warum ich euch ein Video gemacht habe. Schaut einmal, ein Backerl ist gekommen. Ein Dankeschön und Übos. Jo. Und von wem ist das gekommen? Ihr wisst es nicht, wenn ich es euch nicht verrate. Ja, von Mopsmöpschen, von der Kerstin, jawohl. Das liebe Mopsmöpschen hat bei mir gewonnen, ein Kuscheltuch. Und sie hat sich es ausgesucht in verschiedenen Brauntönen. Die Arme hat eh länger warten müssen, weil bei mir dauert ja immer alles länger, aber bitte. Und ich bekomme jetzt da ein schönes Überkit. Also das finde ich total süß und herzig. Ist nicht notwendig, weil ihr ja was gewonnen habt und ihr kriegt ja was von mir. Aber man freut sich ja. Man freut sich ja. Die Antibiotikum verseuchten Gehirnwindungen strahlen jetzt schon wieder diese ja, Hormone aus, die Hormone der Freude. Ja, ach Gottchen, ich bin halt wieder mit was Möschli. Käfchen, jawoll. So, also. Ich habe es da nur mal, wisst ihr, die Papieren runtergezuppelt und habe es einmal da nur aufgemacht. Und jetzt da schauen wir da hinein. Was ist da los? Hallo, was bist du? Ich bin ein schönes Knustermusterpapier. Und wenn ich das jetzt hebe, papapapa, ist es natürlich wieder mal verkehrt, weil die Post ja das wieder falsch beklebt hat. So gehört. Da. Und das erblicke ich da, ein Hasi. Dann ein schönes Schmetterlingspapier und eine Karte. Post. Jawohl. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Da hat hinten auch so einen schönen Sticker drauf. Den muss man natürlich nicht kaputt machen. Na. So. Jetzt schauen wir mal. Oh, schaut mal, wie schön. Ui, das sind aber gar nicht so meine Farben, gell? Mopsmöpsel. So grau und weiß und ein bisschen. Sie hat ein Puderrosa mit seiner Feder und ein Sticker halt, gell? Eieieiei. So, ich werde es jetzt einmal ein bisschen für mich öffnen und das lesen. Aha. Ach, Butzilein. Ach, ihr seid so süß immer. Ich glaube, ich darf das vorlesen. Jo. Liebe Patricia, ich möchte mich auf diesem Weg nochmal bei dir für das wunderschöne Tuch bedanken. Es sind ein paar Kleinigkeiten und ich hoffe, du freust dich. Liebe Grüße und Bussis vom Möpsilein. Dankeschön. Ach Gott, ist er so süß.
Ja, ihr gewinnt was bei mir und dann schickt ihr mir Kleinigkeiten. Ach Gottl, mein Gott. Naja, ist ja nicht so, dass ich sage, okay, das ist mir sehr unangenehm. Weißt? Ich bin ehrlich, also Mann. Schau, wie lieb. So, ich tue das Backerl jetzt da auf die Seite schieben, damit wir diesen Inhalt hier erkunden können. Ihr merkt, ich habe lange nicht geredet, ich muss halt warten. Ach, wie, Jesus, ist das herzig. Ach Gott, Andrea, du wirst quietschen. Gleich wirst quietschen. Bitte schaut euch einmal die süße Hasenserviette an. Ja. Ist das herzig oder ist das herzig? Mit einem Blumenkranzl am Kopf und den Öhrchen. Oh, meine kleine Cookie-Nase. Ja, ich freue mich auch über Servietten. Was, es ist so, was ich mein Gott, aber jetzt da bitte. Das habe ich schon entdeckt. Och Gott. Mein Gott, nein. Und gleich mehrere. Och Gott, oh Gott, bitte. Andrea. Guck mal. Na, bist du süß oder süß-süß? Ach Gotti, ein Marienkäferle. Als Serviette. Na, ist das herzig? Da schaut sich das einmal an. Zwei Marienkäfer. Und jetzt, wenn ich es aufmache, vier Marienkäferl. Sind die putzig? Also, ich bin komplett aus der Rolle. Ach Gott, wo kriegt man sowas denn? Ich habe das noch nie gesehen. Und ich glaube, die Andrea auch nicht. Weil sonst hätte sie es ja schon mal gezeigt. Natürlich, liebes Möpsilein, ein Käferle kriegt Käferle, oder? Ja, das kann ich nicht. Ich muss dem Käferle natürlich auch ein Käferle. Ja, also das ist wirklich süß. Ich danke dir. Ein Käferl macht eine Reise und das andere Käferl bleibt bei mir. Was ist denn hier los? Ach Gott, schaut's einmal. Mein Gott, mal, was soll man sagen? Die süßen Taschentücher. Ich habe das die drei auch gefressen und die sind so her. Ja, nicht, schau. Der ist auch gefressen und der lacht, weil er böse ist. Und ich habe immer schon gesagt, die Mickey Maus ist ein bisschen ein böse. Ja, da muss ich gleich einmal auch meine Alexandra grüßen. Mausi-Bärli. Mir geht's wieder gut. Ja, sie war so süß, meine Alexandra, und hat immer nachgefragt, wie es mir geht und gute Besserung und so weiter. Ich war jetzt alle süß, meine Zuckerputzsüß, ja. Aber wie gesagt, um auf das zurückzukommen, ich sage es, der ist ein Gefinkelter, der Micky ist ein Gefinkelter, weil der hat sicher wieder irgendeine Fussel. Ja, aber da sind sie wieder gut, Freund. Naja, sie werden ihm dann schon gesagt, dann musst du bist da zwar das Aushängeschild von Disney, aber du brauchst jetzt nicht glauben. Ja, nein, Dankeschön. So, was haben wir denn da Hübsches? Oh, ui, das ist aber sehr schön. Träume, lache, tanze. Das ist sehr gut. Jawohl. So ist es richtig, genau. Und lass du nie deinen Traum irgendwie vertun und glaube nicht mehr daran, sondern glaub immer weiter fest dran von den Träumen und lache und tanze. Also ganz eine süße Karte ist das. Da. Sehr schön, so wie auch noch nicht gesehen. Also kann man noch schön ausmalen. Und ja, aber ich finde es eigentlich in Schwarz-Weiß auch sehr schön. Also mir gefällt, das sind so kleine Katzen und ein Raupel, Blümchen, Vogel, na? Ja, warte mal, das lege ich da her. Da ist ja noch so viel drinnen. Ui, was nehme ich denn hier? Hallöchen. Ich liebe Pakete, die man nehmen kann. Und einfach, also Pakete, die was Pakete drinnen haben. Und kann man zum Verschließen nehmen.
Nein, Anna, ich reiß nicht auf. Nein, Anna, das tue ich nicht. Nein, nein. Ich weiß, du... Oh, was ist denn das Schöne? Ui. Oh, Papier wird natürlich wieder aufgehoben. Ihr wisst es, ich kann es nicht. Oh, was ist denn das Schöne? Ah, ich kenne es. Ich kenne es. Jaha, das ist ein Magnet. Ja, 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 ja. Irgendwo habe ich sowas auch. Mhm. Das ist mir letztes Mal untergekommen beim Sticker sortieren. Und da habe ich nicht gewusst, wo gebe ich das jetzt hin? Das ist aber klasse. Schau, das kann man dann da so raus tun. Und da hinten ist eine Magnetfolie. Oh, ist das süß. Da hast du so kleine Wimpeln. Und dann hast du so eine mein Gott, schau, wie lieb, du kannst nur so putzi, putzi, putzi was draufschreiben. Und irgendwem eine geben. So, Käferle. So. Ach, was ist denn noch drinnen? Ein großes, lalala. Hab ich doppelt. Oh je, noch geh. Naja, wenn du das doppelt hast, dann müssen wir es natürlich. Sehr gut. Ich liebe das, wenn man das so öffnen kann. Und das Papier ist aber schon schön. Also guckt's mal, da glitzert ein wenig. Jawohl. Na, das macht man nicht kaputt. Nee, nee, Anna. Ja, ja. Ich habe im Übrigen auch einige Teile deines Papiers, obwohl ich sie runtergerissen habe, habe ich noch ein bisschen gerettet. Also, du wirst jetzt wahrscheinlich wieder schmunzeln, aber schau mal, typisch ich. Nein, es ist einfach, ich glaube, es glitzert doch. Ne? Ja, es war eh viel kaputt, aber ein bisschen was konnte ich retten. Ne? Aber es hat Spaß gemacht. Wirklich, es hat Spaß gemacht. Und es hat kein einziger bis jetzt irgendwie was geschrieben. Aber ich tue es nicht aufgreifen. Oh, hallo. Ach, ist das süß. Oh mein Gott, schaut mal. Ich weiß nicht, ob ich es doppelt habe oder nicht. Aber das ist doch wurscht. Schau, also mir kommt es jetzt wieder mal nicht bekannt vor, aber wenn wir es doppelt haben, das ist doch nicht so schlimm. Ein Luftballon, ein Cupcake mit einem Kirscherl, eine Torte oder ein Pizzastück, Torte, eine Tröti, jawohl. Genau so bin ich am Montag aus vermorzt. Mit Tröte, ja. Und da haben wir eine gute Weinflasche, also eine, ich sage jetzt Rotwein und zwei Gläser, genau. Und da haben wir das Standzahl dazu. Ja, das ist schön. Dankeschön, mein Mopsmöpselchen. So, das legen wir da her. Hallöchen, was ist da los? Oh mein Gott, ich liebe so kleine Päckchen. Kam mir in die Hände. Oje, oje. Naja, was ist da los? Ja, der dicke Mann im Rathaus hat jetzt auch beschlossen, die dürfen ab 3. Mai wieder raus. Mal gucken mal hier. Ja, 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 der dicke Mann. Ne? Ja, naja, vielleicht hat er es verstanden. Aber okay, so. Wir wollen uns nicht um ihn kümmern, sondern wir wollen uns um das kümmern, was da drinnen ist. Ach du, bitte. Oh mein Gott, schaut mal, ich weiß nicht, was ist, aber Handcreme pour le main, Berry, wir gucken in das Papierschächtelchen hinein und holen es ganz kleine bisschen heraus. Was aber nicht geht, weil das geklebt ist. Aber wir machen das hinten auf, gucken wir. Jawohl. So. Aber es geht nicht, es funktioniert nicht, doch es funktioniert. Allé, allé, allé. Bonjour, mon amour. Was bist denn du? Aha, gucken wir doch hier mal. La. Warum jetzt machst du, warum tust du das? Ja, du musst ja sowieso drauf. Hallo? Aha, jetzt schauen wir mal. Das ist Barry.
Barry ist. Ach du großer Gott. Hey, Sweetie. Ach du. Mein Gott, bist du süß. Ach Gott, oh Gott, ich brauche ein Messer. Ein Messer. Na, schau, jetzt habe ich einen Stopp in der Hand. Na, das ist ja putzig. Nein, ich schneide sie. Mauselchen, was bist du, wie süß. Na, bist du herzig. Jesus, na, wo bitte habt ihr das her? Hallo, du kleines, süßes. Oh, ihr klebern. So, jetzt klebern wir nicht mehr. Das Schächtel. Mein Gott, bist du herzig. Ach, mit den Näselchen und die Augen und da mein Herz und Fussi. Was bist du, eine Handcreme? Aber wo bist denn du her? Man, 2kgmbh.com. Okay. Hallo du. Warte, ich drehe da mal jetzt kurz den Kopf ab. Das kennen ja die Eulen. So. Oha. Ich rieche nichts. Ich, na gut, mein Riechen ist nicht so. Ach, wo ist denn da jetzt eine Öffnung? Naja, sie machen mir das Leben so schwer, aber nicht mit mir, Freunde. So. Ich liebe ja Cremen und Handcremen. Ja. So. Chirurgische Präzisionsarbeit wird hier geleistet im Hause Wohlfarben. Ja. Du riechst aber ganz gut. Ui. Ja, okay. Ich schmiere mir eine Creme auf die alte Haut. Aber egal. So. Ich rieche wie ein süßes, aber nicht aufdringliches Himbeerzucker. Mein Gott. Na, das muss man wieder so machen. Oh mein Gott. Wo ist denn dein Kopf? Ja, du Goschilein, du. Oh, hoppala. Man sollte den Drehverschluss beachten. Na, Schatz, so. Aber nur. Na, komm, Goschilein. Also, du hast den Kopf immer ein bisschen schief. Mein Gott, ist das herzig. Mein Gott. Es riecht total noch süßliches Himbeer, aber nicht aufdringlich. So kann ich es euch beschreiben und schaut mal die Falten. Bing, 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 bing. Sind gleich weg. Jawohl. Dankeschön. Du, da stehen. Was haben wir denn da noch? Oh mein Gott, ich liebe dieses. Jetzt gucken wir hier. Für Notizen. Und das Papier ist wirklich schön. Schaut mal, da sind lauter solche kleinen Silbertüpfchen und Schmetterlinge und Blümchen. So. Ja, die Anna wird wieder sagen, gerät auf den Fetzen. Nein, Anna, das geht nicht, das geht nicht. Was bist du? Also muss man ein bisschen Spannung. Was bist du, Süßes? Ich liebe es, Pakete aufzumachen und sich darüber zu freuen. Wer liebt es nicht? Nein, wir machen es jetzt ganz aber. Ja, Schöps. Was haben wir denn da? Oh, was selber gemachtes. Oh, ich hatte einmal vier Notizen. Warte, Papier kommt da her. Schaut mal. Ach, ist das süß. Mein Gott. Ich liebe sowas. Ach bitte, schaut's mit dem P. Ja du, schau mal. Mhm, du kennst das ja. Ach, ist das herzig. Ach, ihr seid so süße. Und schauen wir mal da. Ach, ist das lieb. Und da ist so ein schönes Glanzpapier. Ist wie so ein Junk-Journal, ein kleines, gell? Jo. Oh mein Gott, schau wie lieb.
Und ja, ich weiß, ich soll jetzt endlich einmal, schau, wie lieb. Mein Gott, das sind so kleine, schau. Eine kleine Signatur hat sie gemacht, ein Mopsmöpselchen. Die Kinder, wieso habt ihr keine YouTube-Kanäle? Ihr müsst doch zu YouTube-Kanäle auch machen. Wo man das dann auch sieht, wie man was macht. Das ist also ein schönes Glanzpapier mit Shabby Chic und Fee. Ein Baby-Junk-Channel. Ach Gott, wie süß. Käferlein, ich leg das da mal da drauf. Jawohl. Dankeschön, danke. Was ist da noch? Hallöchen. Hallo. Da haben wir. Zum Dekorieren. Na, da gucken wir jetzt mal. So. Ja, ich weiß es. Ja, ja. Reisorenfetzen. Die Anna. Also, Reisorenfetzen. Was bist denn du, Guggele? Ach gut, da kommt wieder was gebastelt. Oh mein Gott, ja. Schau. Hallo. Warte ein bisschen. Ach Gott, ist das süß. Mein Gott, das hat solche süßen Knuddelmuddels. Was hat sie genommen? Ich glaube, das ist irgendein Schachtel von einem, weiß ich nicht, Joghurt oder so. Dann haben wir da sein Bandel drüber gegeben und dann haben wir da die süßen Sticker vom Action draufgeklebt, ja, wie wir ja alle kennen. Und da oben, also du bist auch eine Actionärin, gell? Ja, ja. Und da hat es auch noch was draufgegeben und ein Blümchen. Schau, und das ist so einfach, gell? Es ist erstens so einmal umweltschonend, man schmeißt es nicht weg, sondern man verbastelt es. Das ist schon einmal. Und wenn man das öffnet, ist das noch, macht man es kaputt? Nein, man macht es nicht kaputt, ja, wie lieb. Ach Gott, oh Gott. Nein, also da kann ich wühlen und, oh, eieiei, Mopsele. Weil ich will ja nicht. Schau bitte das Baby, ui, Murmel. So, da hast du noch was am Popschi hängen, Putzelein. Nee, das sind lauter kleine, schau, das ist putzig, ein Holzschmetterling, eine Eule und eine Note und da haben wir ein Hasi, und ein Vogel, oh, schau wie lieb bitte. Und da, ich liebe so kleine Schächtelchen, wo man wühlen kann drinnen, ja. Wir lieben das alle, glaube ich, gell? Das ist nur mein Hasi. Und eine Hose. Ja, das sind Action-Sachen. Ich weiß das. Action und Teddy, gell? Was haben wir denn da noch? Huhu, ist die Sears, bitte. Hallo. Guck. Ja, schaut ein bisschen besser, ne? Schau, wie die. Was haben wir noch? Ein Bambi ist das. Ein Bambi, gell? Oder ein Fuchserl. Von der Nase her ein Fuchserl, dann haben wir da noch, schau, also das sind so viele Sachen, Schmetterling, ja. Monstera, Babywohlfahrten, wie wir fahren bereits, wenn wir dürfen, dann zum Ikea und werden mir eine Monstera oder eine Monster, schau wie leer bitte, schaut euch das an, was haben wir da noch? Oh Gott. Also ihr seht, das sind lauter so kleine, süße Holzteile und Osterhaseln. Und na, ich lasse jetzt einfach raus. So, boah. Schaut einmal. Oh, ist das süß. Jawohl. Da kann ich wieder sortieren und eine kleine Wolke. Ich tue es ja wieder sortieren, ihr wisst es eh. Wisst ihr, die Wolken und die Häschen tun wir so. Ja, ja, ich habe ein bisschen angemalt. Die Bibi-Handy, schau mal, wie lieb, Putzi. Hallöchen.
Das kenne ich noch gar nicht. Musikknoten, Hasen, kleine Küken, Ostereier. Schau, wie lieb, gell? Ups, aber geflogen. So machst du das. Schau, machst du ein Pippi-Handy da drauf. Nicht halt, dass du da durchkommst. Dann machen wir noch ein Ostereichen. Zwei Ostereichen. So, und dann hast du schon wieder einen fertigen Ding. Ach, ist das süß. Ich liebe das zum Wühlen. Wühle, wühle, wühle. Dankeschön. Hallo. Oh, das mache ich zum Schluss auch, weil da ist ein Backerle drinnen mit selbst gemacht. Und da jetzt. Da. Oha, was ist da los? Mein Gott, na. Stampfteile in einer zuckersüßen. Mein Gott, schau wie lieb. Ich tippe Mama Bär mit den Babybären und sie liest einmal gerade eine Geschichte. Schau mal, da ist noch der dritte. Sogar die Mausi hoch zu. Ach Gott, was ist denn das für süße Dose? Schau wie schön, hat es auch verziert. Ja. Öffnen wir es. Hallo. Oh mein Gott. Stampfteile. Yay. Was haben wir denn da? Ich liebe so Dosen mit so kleinen Socken, schaut mal. Wow, warte mal, das ist jetzt da herstellen. Was hast du denn da? Was ist denn das Schöne? Warte mal, ihr kennt es ja wieder mal nicht. Opa! Ah, du bist ein Anker. So, schaut, ein Anker mit dem Seil. Moin, die Gießkandel. Und was bist du? Das kann ich nicht lesen, gell. Das muss ich wieder alles. Naja, das muss ich alles da. Schau, wie süß. Schau. Mein Gott, bist du gesessen und alles aufgestanden? Ja, na klar. Ach Gott, schaut mal. Papa, warte, die Seejungfrau. Das sind doch auch so Eck. Du musst die Hand ausgeben, Fräulein. Ja, bitte, Fräulein. Hallöchen. Schau, was da runter. Ja, das sind doch die ganzen. Ah, schau, da von dem Standort, gell, ist das. Schau, schwupp. Und deine Jungfrau und da. Und die Schilder. Schau, wie lieb, komm. Ach, ich finde das so süß. Schau, wie schön das geprägt da ist, gell. Ja, schau. Marschall, so was gibt's Schönes, wenn man so machen kann? Hallöchen und ein kleiner Punkt und das. Und lauter solche kleinen Schnuffels. Ich hau das jetzt alles auf den Haufen. Mir ist es wurscht. Und dann auch noch was. Das zeige ich jetzt einmal an und schau. Wups. Ui. Jawohl. Kistenweise könnte ich es. Das stellen wir daher, da rein. Ach, ist das lieb. Ich weiß schon, das ist so eine Osthasentasche, gell? Wo man das dann da so zusammenbirgt, wenn ich es jetzt wieder nicht kaputt mache. Ja, wisst ihr, also so, so und so. Jawohl, so. Und so. Und dann muss man das da raufklappen. Auch umknicken. Ja. Ja, und dann gibt man das da so zusammen und dann hat man da so eine süße kleine Hasentasche. Ach Gott, bist du süß. Schau mal, knack, knack. Dann gibst Fuschi rüber. So, schau. Und da ist das eine. Und da kannst du dann ein Ferrero oder ein Moucherie oder so reingeben. Das ist, glaube ich, genau die richtige Größe. Ach Gott, was bist du? Ich bin ein. Was bist du? Oh, ich bin eine kleine Elfe. Schau. Schau, das kommt da noch weg. Das nehmen wir nicht mit. Nein. Ja, ich verliere mich schon wieder, ich weiß nicht. Ach Gottel, ein Storch bist du, glaube ich, gell, oder? Oder? Was erkenne ich jetzt nur? Deine Welle? Okay, was erkenne ich jetzt schon wieder nicht?
Ja, ist egal, weil ich kann mich ja dann daher setzen und kann mir, ja, was bist du? Also das ist so wie das Überraschungsei, Dose, Inhalt und Spaß, wisst ihr. So, da haben wir noch eine Eule. Ja, da kann ich dann wühlen und schauen und kleben und gucken und alles Mögliche. Dankeschön, ich freue mich. Die Dose stelle ich da weiter hinten. So. Und jetzt, da liegt noch im Übrigen so eine süße Haselserviette drinnen. Ja, wir brauchen dann auch zwei Servietten. So. Und da ist jetzt selbst gemacht. So, jetzt guck mal. Sehr gut, das ist schon mal perfekt, weil da brauche ich nicht herumzippen. Und jetzt schauen wir da hinein. Ach du großer Gott, schaut an, meine Kinder. Wolle, ich entblicke Wolle. Wolle für Tante Wollfaden ist natürlich. Wir machen es geheimnisvoll auch. Oh, du bist auch eine Häklerin. Mopsmöpsel, was tust denn du? Ja, mach mal. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ist das süß. Bitte, 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 schaut's mal. Mummelchen, ach Gotti. Ja, Bubilein. Bist du mein Calimero? Schau, wie leben. Na, man muss das wieder alles riechen. Weil die Bos, die quatschelt. Ach Gott, bist du süß. Muffel, das ist Schnabel, schaut weg, weg. Und dann die Augen und der Hut. Hallo? Ohne Hut? Mit Eierschalenhut. Jawohl, da will ich ja, Puppi. Ah, ihr könnt alle häkeln. Ach Gott, ich liebe das. Mein Gottl. Jesus, die Flügel und die Augen. Hallo, Baby. Du schöne Mausel. Hoppi, hoppi. Nein, also entschuldige bitte, gell. Na, so Potzele. Ach Gott, was ist das süß. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ah, das bedeutet mir so viel. Weil ich weiß, es ist nicht so. Und da muss man sitzen und Masche für Masche und die Augen und der Schnabel, das ist, ja, ja, ich weiß, so je kleiner, desto schlimmer die Teile, gell? Schau jetzt der Putzig. Mein Calimero, Bubilein, hallo, grüß Gott, ja, ich bin deine Mama jetzt. Okay, ich verliere mich jetzt wieder. So, du setzt dich jetzt neben deine Eule, also neben meine Eule. Jetzt kann ich jetzt nicht lesen, ne? Ja, was hat sie wirklich? Ach, Mopsmöpsele, mein Gott, na, ich danke dir für die wunderschönen Sachen und für die Arbeit, was du gemacht hast. Und mein kleines Junk-Journal, mein Calimero, meine Eule, Standsteile und so süße Sachen. Selber gebastelt und Serviette und die Taschentücher und, ja. Ich finde das so süß von euch. Danke, danke, danke. Ein dickes, dickes Bussi. Sowas bedeutet mir urviel, wirklich. Ich hoffe, du hast viel, viel Freude mit deinem Tuch. Das wirst du wahrscheinlich jetzt nicht so oft trauen können, weil es schon wärmer wird. Aber es kommt ja auch wieder mal der Winter. So, jetzt packe ich meine Schätze weg, weil ich habe dann noch ein Video für euch. Natürlich, ich habe jetzt lange nicht quatschen können, also jetzt muss gehen wir jetzt rausgehauen. Gehen wir. Also, Dankeschön, mein Mopsmöpselchen. Dickes, dickes Bussi. Und an alle meine anderen Schnuffelchen, ich habe euch lieb. Bussi, Baba. Für euch.